Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Super Mario Maker 2 One Level Per Day. Church of Dark Dusk von Flexdie. Traditional Light Darkness Level in a Church with Many Secrets. 365 erfolgreich von 2666 Versuchen, 13,69% ist die Abschlussrate. 883 Leute haben es gespielt, 235 Herzen hat es bekommen. Ich gehe mal davon aus, das wird wieder ein gutes Level sein. Es ist ein Flex-D-Level, insofern mache ich mir da keine Sorgen. Aber ich hoffe, dass ihr jetzt viel Spaß bei dem Video haben werdet. So, was haben wir denn hier? Wir haben hier eine Kirche. Wir haben hier Piranha-Pflanzen. Wir haben hier ein... Nein, wir haben hier kein Leben. Okay. Wir sind in der Kirche. Wir haben einen Galumba. Jetzt sind wir im Keller der Kirche. Hat aber auch Fenster, ne? Toll. Ich habe den Goomba getötet. Ja, den Galumba, nicht den Goomba. Moment, den hätte ich beinahe übersehen. Das wäre ein Skandal gewesen. Kommt, machen wir mal so. Na. Nee, komm. Also ich weiß jetzt, wo das Leben ist. Insofern lasse ich das jetzt mal. Ah, davon hätte ich jetzt nichts gehabt, ne? Unter mir ist noch was. Gut, hätte ich jetzt aber gerne... Ernsthaft? Rummel. Wie konnte der mich denn erwischen? Doing. Da hat es Doing gemacht. 30er. Und? Eben. Oh, verdammt, hier war aber was. So. Aber das ist ein schönes dunkles Level. Hier. Moment, hier ist auch wieder was. Soll wahrscheinlich ein Buhu darstellen. Gehen wir mal hoch. Pixel-Buhu. Warten. Oh, das sind sogar zwei. Schön, wie er mit den Skull-Coastern da den Weg gezeichnet hat. Das war jetzt zu einfach mit dem Schlüssel, oder? Okay, was das jetzt darstellen soll, weiß ich jetzt noch nicht. Ist das ein Shiggy? Blau-gelb? Keine Ahnung, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Halt, ich will das One-Up diesmal bekommen. Yes! Muss man noch viel zu diesen guten Leveln von dem guten alten Flexdie sagen? Nein, muss man nicht. Man muss es einfach nur genießen. Insofern sage ich danke, bis zum nächsten Mal und ich bin euer Tro, haut rein. Tschüss.